Leute, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute nochmal eine super schnelle Idee zum Valentinstag zeigen, die ihr ohne viele Zutaten ganz einfach nachmachen könnt. Also viel Spaß beim Anschauen. Für die Lollis braucht ihr zunächst eine Klarsichtfolie, Schablonen für die Lolliform, eventuell Streudekor oder Puderfarbe, Cakepop-Stiele und temperierte Kuvertüre. Dafür habe ich mir schon etwas Kuvertüre über dem Wasserbad geschmolzen und etwa die Hälfte der Menge an Kuvertüre, die insgesamt verwendet wird, muss dann zur bereits geschmolzenen Masse dazugegeben werden, und während die Kuvertürestücke dann durch die Wärme der Masse schmelzen, kühlt diese Masse insgesamt ab und dadurch erhaltet ihr am Ende schön glänzende Lollis. Ihr könnt die Konsistenz dann auch auf einer zweiten Folie kontrollieren und wichtig ist einfach, dass die Streifen nicht auseinanderfließen, sondern schön in Form bleiben. Dann könnt ihr die Kuvertüre schon in einen Spritz- oder Frühstücksbeutel füllen und es geht mit den Schablonen weiter, die ihr dann unter eure Folie packt. Und da sollte man mit den Schablonen einfach genug Platz nach unten hinlassen, da ja noch die Cakepop-Stiele dazukommen. In euren Beutel schneidet ihr dann ein ganz kleines Löchlein rein und testet die Dicke am besten auch nochmal auf einer zweiten Folie. Und dann könnt ihr jetzt die Form eurer Schablone einfach mit Kuvertüre durch Kringel füllen. Und das muss auch gar nicht sonderlich gleichmäßig sein, da bestenfalls in mehreren Schichten aufgetragen werden sollte. Und dann fällt das nicht mehr auf, wenn das ein bisschen ungleichmäßig ist. Das Ganze darf aber auch nicht zu dünn aufgetragen werden, damit die Lollis am Ende schön stabil sind und nicht zerbrechen. Wenn ihr eure Form dann komplett ausgefüllt habt, dann könnt ihr nach unten hin einen dicken Klecks Kuvertüre draufgeben und da positioniert ihr dann euren Cakepop-Stiel drauf und überdeckt den nochmal mit ein bisschen Kuvertüre und dann ist das erste Herzchen auch schon fertig und dann füllt ihr noch die anderen Herzchen auf eurer Folie aus. Jetzt könnt ihr die Lollis natürlich noch nach eurem Geschmack dekorieren. Ich habe hier zum Beispiel ein paar Zuckerherzen genommen, ein paar Zuckerperlen und später dann auch noch ein bisschen goldene Glitzerfarbe, so ein Puder. Und ich habe das mal versucht, das auf die noch nassen Lollis drauf zu geben, aber da wirkt das natürlich nicht so gut, also lasst ihr die am besten zuerst trocknen und geht dann mit eurem Glitzerpuder oder was auch immer nochmal drüber. Am besten lasst ihr das ungefähr 15 bis 20 Minuten bei Raumtemperatur trocknen und kurz bevor ihr die Lollis dann von der Folie löst, würde ich sie nochmal für 5 bis 10 Minuten in den Kühlschrank geben, damit das auch wirklich schön fest ist und euch nicht beim Abziehen kaputt geht. Zum Ablösen knickt ihr einfach vorsichtig die Folie von den Lollis weg. Also einfach ein bisschen nach hinten ziehen und ihr müsst wirklich sehr behutsam und vorsichtig sein, damit auch nichts kaputt geht. Dann sind eure Lollis auch schon fertig und können verschenkt werden. Ich finde, das sieht in einer Folie verpackt besonders schön aus, aber ihr könnt das natürlich auch einfach so in ein dekoratives Glas stellen. Insgesamt hat das vielleicht eine halbe Stunde plus Trocknungszeit gedauert, aber die könnt ihr natürlich perfekt zum Aufräumen nutzen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen nach oben da und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ansonsten wünsche ich euch morgen einen entspannten Valentinstag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!